Elias Stefanescu für GMP1TV. Wir sind bei Integra FC 11 und Michael Ovsianikow hier zu meiner Linken, der sich gerade gegen Savo Lasic durchgesetzt hat. Recht spektakulär. Am Anfang sah es gar nicht danach aus. Auf einmal ziehst du dort so eine Armbar aus dem Nichts heraus und holst dir damit den Sieg. Wie hast du die letzten Momente erlebt? Ich muss sagen, von Anfang an habe ich mich verdammt sicher gefühlt. Ich habe jede Faust von ihm gesehen. Ich muss selber sagen, also ich habe es auf jeden Fall so gefühlt, dass ich in dem Stand komplett dominiert habe. Und ich wusste, dass ich den Kampf gewinne. Also wirklich, egal, ob ich unten lag oder nicht, ich wusste, ich bekomme den noch im Kampf. Ich war mir zu 100% sicher. Und für mich war das nur eine Frage der Zeit. Die Möglichkeit war dann da und ich habe halt direkt durchgezogen, den Sack zugemacht. Ja. Hast du gemerkt, als du den Armbar hattest, das Ding sitzt? Ja, ich wusste, wenn ich will, breche ich den in den Arm durch. Also ich habe mich da direkt reingedreht. Der hat sich sogar noch selber da mit reingedreht. Und ich habe direkt durchgezogen. Volle Wucht. Genau, es sah so aus, als ob er versucht hat, sich noch ein bisschen Schwung mitzunehmen vom Seil, sich rauszudrehen. Sah aber nicht mehr danach aus, dass da was ging aus seiner Sicht. Der Referee stand, glaube ich, auch auf der falschen Seite. Hat ein paar Sekunden gebraucht, um das zu realisieren, dass dann der Tap doch kam. Ja, der hat schon, wir haben ja im Armbar haben wir noch wie so eine Rolle gemacht und in der Rolle hat er schon getappt, deswegen habe ich auch geschrien, Tap. Und dann hat der Kampfrichter das auch Gott sei Dank direkt gemerkt. Ja, am Anfang war es ja noch recht spannend, wie gerade schon erwähnt, am Boden ging es ein bisschen hin und her, er hatte zum Teil einige Angriffe gestartet, unter anderem hat er versucht, dein Bein mit einem Footlock, glaube ich war es, versucht dich da irgendwie in die Bedrulle zu bringen. Wie gefährlich war das? Also ich muss sagen, ich habe mich da jetzt gar nicht bedroht gefühlt, der saß nämlich auch nicht eng und außerdem hat das die ganze Zeit hin und her geflutscht, weil wir halt geschwitzt waren. Also wie gesagt, ich habe halt nur den Moment ein bisschen verschlafen und der ist auf mich gekommen. Ich hätte da vielleicht früher hochkommen müssen, dass ich mir vielleicht die Top-Position sicher, ein bisschen verschlafen. Okay, also aus der Ankle Lock bist auch sehr entspannt, sah es jedenfalls von außen aus ohne große Probleme rausgekommen. Ja, hast das Ding dann am Ende gedreht. Wusstest du, oder du hast ja am Anfang gesagt, du wusstest irgendwie, dass du das Ding gewinnst, egal wie lange sich das durchzieht, bis deine Chance kommt. Woher wusstest du, dass du sozusagen nur diese eine Chance brauchst, wenn sich ergibt, dass du dann den Sieg holen kannst? Hast du so hart trainiert oder woran lag's? Ich muss sagen, wir haben ziemlich lange trainiert und die Vorbereitung verlief auch ohne Verletzungen, einwandfrei. Größtenteils lag das an meinen Jungs, an meinen Trainern, die mich so getriezt haben. Hier an meinen Geschäftspartner und besten Freund Marius Schäfer, der immer gesagt hat, hier bewegt dein Arsch, mich immer motiviert hat und so weiter. Also nochmal ein riesen Dankeschön an mein ganzes Team. Und ja, ich war einfach wirklich top motiviert. Ich war noch nie so motiviert. Aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß es nicht. Und ich hatte auch das Gefühl, ich könnte noch 5 Runden kämpfen. Also wirklich, ich habe geatmet wie ein Pferd. Also einer der Gründe ist natürlich zu deiner Linken, die du schon angesprochen hast. Habt ihr irgendwas Besonderes gemacht, woran lag's? Oder weißt du vielleicht, kennst du seine Punkte sozusagen, die du drücken musst, die Schalter, damit er sich eben bewegt, wie ihr es wollt? Also das Gute war heute auf jeden Fall, ich war mir genau wie er die ganze Zeit 100%ig sicher, weil ich weiß, hier Tor holt, ich weiß, wie er sich daraus rollt. Also wir trainieren jeden Tag diese Dinge und absolut keine Bedrohung, also auch von außen. Wenn ich das sehe, mir war klar, der kommt da raus und mir ist auch klar, wenn er den Armhebel ansetzt, dann ist es vorbei. Und der Micha kann 20 Runden unten in der Guard sitzen und die Puste geht ihm nicht aus. Also ich habe mir absolut keine Sorgen gemacht, Vorbereitung lief gut. Alles bestens, alles nach Plan und woher die Motivation kommt, ja, die sitzt irgendwo da drin halt, die muss halt dann rausgekämpft werden, ich weiß es nicht. Ey. Ja, ich habe ja auch ein Jahr nicht gekämpft, jetzt genau ein Jahr, das ist vielleicht auch so ein Punkt. Das wäre meine letzte Frage gewesen, ob du einen Unterschied gemerkt hast, so eine Art Ringrost oder sowas, dass du, ich sag mal, ein bisschen länger gebraucht hast, um reinzukommen oder war das heute gar nicht der Fall? Ganz ehrlich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich weiß nur, dass ich super die Distanz gefühlt habe. Wie gesagt, ich habe jede Bewegung im Stand von dem gesehen. Und
konnte genau die Distanz für meine Fäuste einschätzen. Gut, in der zweiten Runde habe ich den Takedown verschlafen, aber ja, passiert halt im Kampf. Nächstes Mal wird es nicht so laufen. Hervorragend, dann gratuliere dazu. Deine Fans haben dich ordentlich gefeiert. Vor heimischer Kulisse ist es, glaube ich, immer besonders toll zu kämpfen. Die letzten Worte überlasse ich dir. Eigentlich habe ich soweit schon alles im Ring gesagt, aber ich möchte mich halt nochmal bei allen bedanken. Für alle, die mich und uns, unser Team, unterstützen kamen. An das gesamte Publikum, an mein Team, meine Sponsoren, meine Trainer vor allen Dingen. Ein riesen Dankeschön. Hat mich einfach nur super gefreut und die Veranstaltung wächst und wächst, sieht jedes Mal besser aus und im Wittlich fühle ich mich sowieso ungeschlagen, unschlagbar. Bam, bam.